Herzlich willkommen in Finchis Ballerbude zu einem neuen kleinen Snackjack. Heute probieren wir mal vegane Snacks, beziehungsweise vegane Salami-Snacks. Jawohl. Jawohl, heute möchte ich ganz gerne diese Dinge hier mal probieren. Ich bin niemand direkt vorneweg mal, ne? Also ich bin, für die, die mich jetzt nicht kennen und per Zufall dieses Video irgendwie hier finden, ich bin weder ein Veganer, noch bin ich ein veganer Gegner oder irgendwie sowas. Klar, sonst würde ich dieses Ding auch nicht probieren. Ne? Aber das muss im Grunde vorneweg einfach nur mal kurz gesagt jeder für sich selber entscheiden, ob jemand vegan leben möchte oder eben nicht. Ich bin jetzt veganen Produkten nicht abgeneigt, esse aber trotzdem Fleisch ganz normal, aber ich probiere diese Sachen immer zwischendurch mal wieder ganz gerne. Ne? So, und ich wollte jetzt mal so eine Reihe machen hier irgendwie, hatte ich mal so überlegt, wo in der ich vegane Produkte einfach mal probiere. Und wir waren vor kurzem bei uns im Rossmann und wir haben so ein bisschen die Sachen durchgeguckt und da habe ich halt von der Firma, ich weiß es gar nicht, ist das die Eigenmarke von Rossmann? Ich glaube schon, da oben ist das Rossmann-Zeichen drauf. Von der Rossmann Biomarke diese, ja, ich sag mal Salami-Snacks, diese veganen Salami-Snacks gefunden, die halt so ein bisschen aussehen wie so ein typischer Salami-Snack, den man so kennt, ne? So ein, ja, so eine Rolle halt. Und da gibt es drei verschiedene von, ich habe direkt mal alle drei gekauft, selbstverständlich. Wobei man dazu ja sagen muss, dass diese veganen Snacks halt oder generell vegane Produkte sehr, sehr teuer sind. Ne? Wir probieren, wie ich gerade eben schon sagte, hin und wieder mal etwas aus. Aber meistens ist es uns zu teuer und dann lasse ich das doch irgendwie lieber im Regal liegen oder so. Ne? Aber wir probieren diese Dinger jetzt mal durch. Es gibt hier einmal den pikanten Veggie-Snack, der bestimmt so ein bisschen Pepperoni-lastig sein wird. Dann gibt es einen Veggie-Snack mit Hanf. Ne? Dann haben wir die doppelte Bio-Dosis, sage ich mal. Und dann haben wir noch einen Veggie-Snack einfach mit Paprika. Jawohl, ich würde sagen, wir fangen mit diesem Standard-Ding hier an, mit diesem Veggie-Paprika-Snack. Ne? Hier kann man hier oben schön einreißen. Diese Dinger sind übrigens, wir können ja vorher mal gucken, was überhaupt da drin ist. Und zwar ist da drin, Seitan, 67%. Und Seitan, ich habe extra nachgeguckt, was es ist, weil ich mich damit, wie gesagt, nicht auskenne. Das ist einfach Weizeneiweiß, was nichts anderes ist wie Gluten. Ne? Also alle, die Gluten nicht so vertragen, da gibt es ja diese Glutenunverträglichkeit, dann solltet ihr das hier wahrscheinlich besser lassen, denke ich mal. Ne? 67% Seitan und 16% Paprika rot und ansonsten Kokosfett, Zwiebeln, Hefeextrakt, Steinsalz, Gewürze, enthält Sellerie und Senf. Verdickungsmittel, Entschuldigung, ein kleiner freudscher Versprecher. Johannes, Brot, Kernmehl, Buchenholz, Rauch, ja, das Ganze aus kontrolliert biologischem Anbau. Kann Spuren von Soja und Lupinen enthalten. Trockenlagern und blablabla. Gucken wir noch eben auf die Kalorienangabe. Wir haben pro 100 Gramm 247 Kalorien. Das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Das heißt, wenn ich mir die drei jetzt hier reinziehe, sollte ich satt sein. Ist das so? Mal gucken. Ich werde sie auf jeden Fall mal probieren. Nun gut, machen wir den ersten mal auf. Hier oben ist so eine schöne Lasche, da können wir das Ding aufreißen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin, wie gesagt, für die ganzen, diese ganzen veganen Produkte, die es so gibt. Ich habe zum Beispiel mal von, ich glaube, Mühlenhof oder wo das war, habe ich mal diese veganen Würstchen probiert. Die fand ich nicht ganz so gut. Vegane Fischstäbchen sind aber ganz in Ordnung. Ne? Ich meine, jeder hat ja auch einen anderen Geschmack und so. Deswegen, ja, ich probiere den Kram jetzt einfach mal. Das erste ist das Paprika-Ding. Der Paprika-Snack. Ja. Okay. Okay. Es ist jetzt nicht meins. Also, ich würde es jetzt nicht nochmal kaufen. Ich werde es aufessen, weil es teuer war. aber nicht jetzt, sondern dann gleich. Ich will die erstmal alle probieren. Ich lege das mal zur Seite. Es ist, wie gesagt, es schmeckt mir jetzt nicht so gut. Ich will nicht sagen, es war eklig, das wäre zu viel. Aber es ist nicht meins. Es ist nicht meins, das jetzt. Als nächstes würde ich sagen, also das Highlight für mich wird das Scharfe sein. Das probieren wir dann zum Schluss. Wir gucken uns das nächste an, nämlich das mit dem Hanfgedöns da drin. Ich habe keine Ahnung, was das für einen Geschmack haben soll. Hier ist das gleiche auch Seitan, aber 86% Kokosfett, Hanfsaat. Okay. Gewürze, Zwiebeln, blablabla. Im Grunde das gleiche wie, ja,
Das andere Teil. Vorteil von diesen Dingern ist natürlich, dass sie immer mega lange haltbar sind. Die hier, die habe ich gekauft vor 2 Wochen. Das war irgendwie Mitte Januar. Und die sind bis Ende März sind die haltbar. Also dann ne, kann man schon so ein bisschen liegen lassen. Wobei ich glaube, dass so diese Salami-Snacks auch ziemlich lange haltbar sind. Ne? Nun gut, machen wir das nächste Mal. Wenn ihr was rumtippeln hört, ist das mein Hund, der hier im Hintergrund rumläuft. Wir machen den nächsten mal auf. Und probieren auch diesen Snack einmal. Hier habe ich ein bisschen Angst vor. Tatsächlich, muss ich sagen, weil ich, weiß ich nicht, ich bin jetzt auch nicht so der, der so gehypt ist auf diese ganzen Hanfprodukte, die es die letzte Zeit immer so gab. Da kommt der Hund riechen. Guck, der riecht. Ist nichts für dich. So, lass drauf hier. Mhm. Okay, das hier geht ein bisschen in Richtung Grillwurst, Bratwurst. Auch von der Konsistenz. Das sieht wirklich auch so ein bisschen so aus. Naja, es sieht wirklich so ein bisschen aus wie so eine Bratwurst, sage ich mal. Und hat auch beim Reinbeißen so eine ähnliche Konsistenz. Also das finde ich jetzt wirklich, erstaunt mich jetzt, finde ich jetzt nicht so scheiße. Das andere fand ich deutlich schlechter. Mhm. Okay, das finde ich auf jeden Fall schon mal deutlich besser als den Vorgänger, diesen Paprika-Snack. Ich weiß nicht, wie gesagt, es schmeckt so ein bisschen Richtung Bratwurst irgendwie. Ich bin auch jetzt jemand, muss ich ja zugeben, was heißt zugeben, also wer macht es eigentlich nicht, ne? Wenn man gegrillt hat und hat am nächsten Tag noch ein paar Würstchen übrig oder am Abend, die dann kalt sind, dann nimmt man sich die auf die Hand und isst die Würstchen auch kalt. Habe ich jetzt auch kein Problem mit. Und das schmeckt so ähnlich, also finde ich jetzt nicht so scheiße, muss ich sagen. Hatte ich jetzt Schlimmeres erwartet nach dem ersten. Kommen wir aber nun mal zu meinem persönlichen vielleicht Highlight, ich weiß es nicht. Mir kann ja heute anscheinend alles passieren. Und zwar den pikanten Snack. Gucken wir uns den auch nochmal an. Auch ebenfalls wieder aus Sertan natürlich. 82% Kokosfett, Gewürze, bla bla bla. 0,3% Chili haben wir hier mit drin. Gut, aber kilokalorientechnisch ist das Ganze ja genau gleich. Auch 248 diesmal, also tut sich nicht so sonderlich viel. Machen wir das auch mal eben auf. Und das riecht wieder so ein bisschen wie das erste. Ja, guck mal mal. Prost. Nee. Nee, das tut mir jetzt verrückt. Das hat einen unfassbar seltsamen Nachgeschmack. Das schmeckt wirklich nicht. Also es ist auch nicht scharf. Vielleicht müsste ich noch mal reinbeißen, aber das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ne, das ist kurios, weil das wäre das gewesen, wo ich am Anfang gesagt habe, ja, das ne, mit Chili und so scharfe Sachen stehe ich drauf. Das wird mein Highlight werden. Ist es aber nicht. Tatsächlich muss ich sagen, dass das mit dem Hanf mir am besten geschmeckt hat. Weil es halt wirklich so ein bisschen Richtung Bratwurst geht. Auch da gibt es ja Diskussionen ohne Ende. Ja, Benjamin, aber was, dann warum isst du nicht eine Bratwurst oder so? Ne? Wie gesagt, diese Diskussion braucht man hier gar nicht anfangen. Ich bin kein Veganer, ne? Also ich esse auch Bratwurst. Aber ich bin halt offen für solche Sachen und probiere sie einfach mal. Und das Ding finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ich würde auch das, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Da würde ich, glaube ich, ich bin aber eh immer so der Meinung oder wenn ich jetzt aus Tierwohl, das ist ja der Hauptgrund, warum man Veganer wird, wenn ich jetzt Veganer werden würde oder würde einfach keine Tierprodukte mehr essen, ich würde mir, glaube ich, auch keine Ersatzprodukte suchen. Ich muss das nicht haben. Es gibt ein paar Sachen, die nicht schlecht sind. Ne? Es gibt so ein paar Burger Patties, die in der veganen Version ganz gut sind tatsächlich. Ne? Aber ich würde dann, glaube ich, einfach drauf verzichten, so sehe ich das zumindest. Aber es ist okay, dass es sowas gibt. Ne? Und keine Ahnung, ich fand das, was ganz normal schmeckt, also ohne Paprika und Chili, sondern nur mit diesem Hanf habe ich das da gar nicht rausgeschmeckt. Man kennt ja so diese typischen Hanfprodukte, da hat man das ja immer so in die Fresse direkt, diesen Hanfgeschmack, ne? Das mag ich auch nicht. Aber hier, das war okay. Ne? Wie gesagt, das ist normale Ding, dieses mit Hanf schmeckt so ein kleines bisschen wie eine typische Grill- oder Bratwurst. Das geht so in diese Richtung, von der Konsistenz her auch. Aber ansonsten werde ich wohl auf diese Snacks verzichten. Das ist wirklich nicht meins. Nein, danke. Da werde ich mir dann doch lieber was anderes reinziehen. Meinetwegen was Veganes von mir aus, aber nicht diese Teile. Nun gut, ja, keine Ahnung. Habt ihr die Dinger schon mal probiert? Ich habe sie hier ja noch mal so, wie gesagt, ich werde das
auf jeden Fall gleich noch ein bisschen weiter essen, weil es zu schade wäre, die wegzuschmeißen. Aber jetzt gerade, zumindest nicht das Chili-Teil, das werde ich jetzt nicht essen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie steht ihr auf vegane Produkte? Schmeckt euch das nicht? Wie gesagt, es gibt da ja große Unterschiede. Ne? Die Dinger haben mir jetzt zum Beispiel nicht geschmeckt. Wie ist das bei euch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Seid aber bitte freundlich zueinander, denn ich weiß, dass gerade das Thema vegan und so, dass das sehr, sehr schnell in Streit ausarten kann. Und sollte ich da irgendwelche Sachen lesen, die mir einfach nicht passen, dann lösche ich das, ganz einfach. Bis denn dann. Tschüss.